Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Dr. Seidel. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben uns nach der Anhörung im Wissenschaftsausschuss noch einmal intensiv mit der Kritik und auch den Anregungen der Hochschulleitungen, der Hochschulräte, der Studierenden, der Personalvertretungen und der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer am Regierungsentwurf auseinandergesetzt. Und wir haben, wie ich finde, im Dialog mit allen Beteiligten tragfähige Lösungen erarbeitet. Und diese wollen wir heute in zweiter Lesung des Gesetzentwurfs beschließen. Und ich hätte mich gefreut, Herr Berger, wenn Sie sich in diesen Prozess wenigstens ein einziges Mal positiv eingebracht hätten, anstatt heute, wie eigentlich immer, mit leeren Worthülsen und absurden Behauptungen um sich zu schlagen. Ja, man muss sich diese Wortwahl einfach mal antun. Ich nenne Begrifflichkeiten wie Degeneration, Diktatur und Entmündigung. Wer kann sowas in einer ernsthaften Debatte denn wirklich vertragen und ernst nehmen? Und wenn Sie mit Begriffen wie Demokratie, Geschlechtergerechtigkeit und Transparenz nichts anfangen können, dann kann man nur vermuten, dass Ihnen und der CDU-Fraktion die Werteorientierung abhanden gekommen ist. Die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung in Bezug auf eine gute Lehre, auf nachhaltige Forschung, auf Gleichstellung und auf faire Arbeitsverhältnisse hat doch mit der Einschränkung von Autonomie oder gar von Wissenschaftsfreiheit nicht im geringsten etwas zu tun. Der Autonomiegrad, und darauf will ich noch mal hinweisen, auch in Bezug auf das, was Sie eben gesagt haben, Herr Berger, unsere Hochschulen als Körperschaften des öffentlichen Rechts, ist nach wie vor der weitestgehende in der Bundesrepublik. Und ich kann das auch belegen. In Berlin sitzt das Ministerium mit im Hochschulrat. In Bayern ist die Berufung von Professorinnen und Professoren originäres Recht des Ministeriums. In 15 Bundesländern sind die Hochschulen noch nachgeordnete Landeseinrichtungen, die der unmittelbaren Weisung des Ministeriums unterstehen. Und nicht so in Nordrhein-Westfalen. Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist auch für uns ein wichtiges Anliegen, die Freiräume für unsere Hochschulen zu erhalten. Aber wir bleiben dabei nicht stehen. Wir verbessern auch die Karrierewege für Frauen in der Wissenschaft, indem wir unter anderem die vom Wissenschaftsrat und der DFG vorgeschlagene Zielquote nach dem Kaskadenmodell gesetzlich verankern. Wir stärken die innerhochschulische Demokratie und wir stellen auch die Verantwortung des Landtages stärker heraus. Und das ist unser Leitbild. Wir orientieren uns an der Vorstellung von Hochschulen, die autonom sind, aber in besonderer Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Staat stehen. Und Frau Freimuth, wer die Moral nicht hören will, sollte wenigstens das Recht akzeptieren. Spätestens die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 24. Juli dieses Jahres in Bezug auf das niedersächsische Hochschulrecht macht doch die verfassungsrechtlich bedenkliche Konstruktion des Pinkwartschen Steuerungsmodells noch einmal sehr deutlich. Und deshalb wird sich der Senat künftig wieder an wichtigen hochschulinternen Entscheidungen beteiligen können, bei der Rektoratswahl und bei der Hochschulentwicklungsplanung. Ja, das war das Wunderbare an dem Pinkwartsch-Gesetz, dass er das alles auf die Hochschulleitungen konzentriert hat, dass er damit gegen die Verfassung verstoßen hat, weil er die Wissenschaftsautonomie nicht mehr garantiert hat für den Senat. Und ein echter Webfehler der schwarz-gelben Vorgängerregierung war es auch, die Hochschulen rechtlich zu verselbstständigen und dabei zu vergessen, dass man für die bundesweit dichteste Hochschullandschaft möglicherweise so etwas wie einen Masterplan braucht. Denn es ist doch vollkommen klar, dass Hochschulen, die sich in einem Wettbewerb untereinander befinden, kaum in der Lage sind, die landesweite Gesamtentwicklung im Blick zu behalten und sich entsprechend untereinander abzustimmen. Mit der Letztentscheidung des Landtags über den Landeshochschulentwicklungsplan rückt damit auch die Debatte über die strategischen Leitlinien der Hochschulpolitik in die Mitte des Parlaments, wo ich finde, wo sie auch
hingehört und was auch der Bedeutung der 37 Hochschulen und ihrer fast 700.000 Studierenden gerecht wird. Denn es geht hier um eine Stärkung der Hochschulen durch den Gesetzgeber. Sie sichert den Hochschulen in Zeiten auch angespannter öffentlicher Haushalte eine breite Legitimationsbasis. Und nicht zuletzt die Befürchtung der Rektorinnen und Rektoren sowie Kanzlerinnen und Kanzler vor einer Detailsteuerung durch den Erlass von Rahmenvorgaben haben wir aus dem Weg räumen können, nach vielen Gesprächen, im Dialog eben. Und nach dem jetzigen Stand des Gesetzes müssen die Hochschulen vor der Erstellung von Rahmenvorgaben angehört werden, das ist das eine, und es gibt einen Parlamentsvorbehalt für die aufgestellten Grundsätze im Rahmen einer Rechtsverordnung. Und damit ist auch geklärt, was unter Rahmenvorgaben zu verstehen ist. Das Märchen von der Rückabwicklung der Hochschulfreiheit, das Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, ja immer wieder gerne verbreiten, entbehrt jeglicher vernünftiger Grundlage. Wir haben eine exzellente Hochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen, auf die wir stolz sind und die wir stärken wollen. Wir haben die Mittel für die Hochschulen trotz der schwierigen Haushaltslage in den letzten Jahren kontinuierlich und erheblich steigern können, sodass diese in der Lage waren, auch den doppelten Abiturjahrgang hervorragend zu bewältigen. Fast 1 Milliarde Euro sind zwischen 2011 und 2014 aus Landesmitteln für den zusätzlichen Aufbau von Studienplätzen geflossen. Mit Hochschulfreiheit alleine, Frau Freimuth, wie Sie das ja immer so gerne sagen, lässt sich kein einziger Studienplatz schaffen. Und sowas kann auch nur die FDP behaupten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich noch eine Anmerkung zum Änderungsantrag der FDP machen. Ich habe mich gefragt, Frau Freimuth, als ich Ihren Antrag gelesen habe, wie Sie behaupten können, dass die Menschen ihre liberalen Gesetze so ungeheuer schätzen. Und das sogenannte Hochschulfreiheitsgesetz war ja ein durch und durch liberales Gesetz, wenn man so will. Und wie erklären Sie sich dann die Tatsache, dass Sie inzwischen in keinem einzigen Bundesland mehr in der Regierung sind und offensichtlich auch nirgendwo mehr gewählt werden? Wenn Ihre Gesetze so gut sind und wenn Sie in Ihrem Antrag feststellen, dass die Frauenquote, ich zitiere, in einigen Fachbereichen der Hochschulen eine ganze Generation von männlichen Akademikern von der Lehrstuhlberufung aussperren würde, Zitat Ende, da kommen mir ja geradezu die Tränen. Frau Freimuth, in welcher Welt leben Sie eigentlich, dass Sie die Tatsache, dass bislang nur 20% aller Spitzenpositionen im Bereich von Forschung und Lehre mit Frauen besetzt sind, komplett ausblenden und auch die bundesweite Debatte darüber einfach ignorieren? Ja, da ist viel gequirlter Unsinn in Ihrem Änderungsantrag zu lesen. Ich kann jetzt hier an dieser Stelle nicht auf alles eingehen. Dennoch laden wir Sie und natürlich alle Fraktionen ein, unserer Vorlage für ein zukunftsfähiges Hochschulgesetz in Nordrhein-Westfalen heute zuzustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Seide. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Freimuth.